Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir haben ja in der letzten Folge was haben wir da eigentlich gemacht? Ich glaube, das Templerversteck haben wir geplündert und haben uns wieder die neuen Spezialfähigkeiten bzw. die Spezialausrüstung von Leonardo da Vinci wieder zurückgeholt. Und jetzt sind wir hier bei einem Aussichtsturm bzw. bei einem Aussichtspunkt, den wir leider noch nicht erkennen können. Aber ich hoffe mal, dass wir hier trotzdem irgendwie einen Launcher-Turm oder sowas direkt nehmen können. Ich weiß zwar nicht genau, ob ich das nicht letztes Mal schon probiert habe, aber ja. Schau trotzdem nochmal. Vielleicht können wir diesmal. Nein, okay, es geht noch immer nicht gut. Oder vielleicht doch. Haben wir das auch geklärt? Ich würde sagen, es geht weiter mit der Story. Weil wenn wir hier schon nicht, nicht den Taubenschlag. So, wenn wir uns anfangen. So, wenn wir schon nicht da die Türme einnehmen können, beziehungsweise die Borgia-Türme nicht erobern können. Wenn wir uns einfach weiterschlagen mit den Story. So sieht das Ganze aus. Ich habe ja mittlerweile schon ein paar Assassinen wieder rekrutiert. Die werden ja hoffentlich auch stärker, wenn wir sie auf Missionen schicken. Aber ich denke schon, weil die ein oder anderen haben schon Level 2 oder Level 3 erreicht. Was somit das Ganze bestätigt, dass sie anscheinend doch wirklich stärker werden. Was ja nicht schlecht ist, finde ich, denn somit können wir sie später mal in schwierigeren Missionen auf jeden Fall einsetzen. So. Also schauen wir mal, dass wir zur nächsten Mission kommen. Nächsten Auftrag. Dieser befindet sich hier, glaube ich, irgendwo beim Kolosseum. Nehme ich mal stark an. Wenn mich nicht alles täuscht, dann bin ich auch das letzte Mal stehen geblieben. Nur es ist ja doch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Für euch natürlich nicht. Für euch kommt hier jede Folge nacheinander raus. Aber ich nehme ja hier ein paar Folgen immer vorher auf. Und die letzten Folgen sind doch ein paar Tage her. Deswegen wundert euch nicht, dass ich immer wieder sage, ja, das ist eine neue Aufnahmesession, bla bla bla. Für euch natürlich nicht. Für euch ist es, wie es würde ich gar keine Pause dazwischen machen. Und naja, so ist das nochmal. Gut. Laufen wir mal da weiter. Der Auftrag dürfte anscheinend nicht beim Kursieren sein. Nein, das ist ganz woanders. Aber ich hoffe mal, wir sind bald da, denn ich habe nicht wirklich die Lust, da noch länger zu laufen. Aber schauen wir mal. So. Wir gehen hier erstmal schwimmen. So. Perfekt. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital?
Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Schön, die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Das ist wahrscheinlich die hier. Eine Beichte abnehmen. Wurde erfolgreich abgeschlossen. Okay, sehr schön. Die Assassinen, wenn wir hier erstmal wieder... Ah, sehr gut. Die haben wieder einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist sehr fein. Somit können wir ihre Rüstung wieder ein bisschen stärken. Beziehungsweise ihre Waffen. So, ich gehe immer, so wie ich schon einmal sagte, immer so vor, dass ich zuerst die Rüstung und dann die Waffen mache oder so immer hin und her wechseln. Was quasi so haben beide... sind beide Fähigkeiten auf jeden Fall genau ausgeprägt oder gleich ausgeprägt. So, Aufträge. Schauen wir mal in Florenz. Schauen wir mal. Oh Gott, okay, nein. Das ist nicht gut. So stark sind die anscheinend noch nicht. Nein, Barcelona, nein. Wien, guck an, Wien gibt es hier auch noch. Das ist cool. So. Der macht das alleine. Der kann das. Rom. Die Roma. Nee, weißt du was? Das ist ein Stern, das ist doch viel zu leicht. Drei Sterne, so, da haben wir was. Da haben wir noch was. So. So, starten. Gut. Paris. Destruktive Kritik. Sehr schön. Dann geben wir auch noch zwei dazu. So. Calicut. Was haben wir da für schöne Missionen? Da können wir auch. Naja, einen reicht. Einer reicht auf jeden Fall, der schafft uns zu 94%, das sollte reichen. So, und hier gejagt, können wir auch zwei hinschicken. So, den letzten, den lassen wir mal ausruhen. So, perfekt, das Versteck verlassen. Oh. Man sieht, hier sind schon ein paar meiner Assassinen-Rekruten unterwegs. Das ist sehr fein. Ja, kann ich mir das auch da ansehen oder wie ist das? Nö, anscheinend nicht. Gut. Egal. Wir gehen nach draußen und schauen, dass wir weiterkommen. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forni. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Der Plan, 100% Synchronität. Das ist sehr schön. Wir haben Sequenz 4 beendet. Damit fängt auch gleichzeitig Sequenz 5 an. Schauen wir mal, was uns diese Sequenz bringt.
Lebenseinkommen auf 2668 Florin erhöht oder gestiegen. 23 Minuten. Neue Aufenthaltskarte freigeschalten. Ja, hoppala, da hat wohl ein das Geld aus der Hosentasche geflaut. Ich glaube, das ist ein wie heißen Sie? Die Steckbriefe da entfernt. Ich sehe hier schon wieder, da hängen ein paar Steckbriefe. Das ist schade. Weg damit. So, perfekt. Okay. Wir gehen zum nächsten Auftrag. Ich hoffe mal, dass der nächste Auftrag nicht allzu schwierig sein wird. Mit einem ernsten Appell an alle Römer, Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kind. Habt ihr den Verstand verloren? Ein Teil des Kolosseums ist anscheinend zusammengebrochen. Kennt man ja. Wenn man heute in Rom ist, dann wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht, dann seid ihr hier richtig. Ist. Das ist wirklich schon teilweise zu hoch. Aber ist auf jeden Fall eine gute Touristenattraktion mittlerweile, da ja dort die Gladiatoren gekämpft haben. Das ist schon wieder anzusehen. So. Gut, wo sind wir jetzt? Wir sind im Bordell. Und hier ist... Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol, du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. So. Senator Egidio Troppe auf dem Kapitol besuchen. Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Gut, schauen wir mal. Gehen wir mal raus. Wir suchen das Kapitol auf. Das wird er hoffentlich gleich zu finden sein. Aber gucken wir mal. So, wir haben wieder einen Stall in der Nähe. Falls wir ein Pferd brauchen. Ja, ich erledige gerne als Fuß. Ich gehe immer gerne als Fuß. Tue ich eigentlich in Wien genauso. Also in meiner Heimatstadt tue ich das immer genauso. Wenn ich irgendwo hingehe, dann meistens zu Fuß. Mag der Weg auch so lang sein. Jetzt bitte hier hoch. Deswegen macht mir Wandern eigentlich auch ganz wenig aus. So. Da ist das Kapitel. So. Wo ist dieser Senator? Das wird gleich nur raus. Sehr unterhaltsam.
gerade was entdeckt anscheinend. Ich weiß nicht, ob es der Typ ist oder nicht. Ich denke, dass es ist. Ich denke, das ist einfach nur irgendeine Fahne oder sowas, die da steckt. Ja. Eine Feder. Das ist interessant. Hat wieder um Geld gebeten. Wofür war es diesmal? Ein Vorschlag zur Verringerung der öffentlichen Hinrichtung. Engartig. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Hey. Für einen eigenen Mann einschlagen, steht es vor. Das ist gar nicht schön. Ich sehe ihn! Erfolgreich. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Seguimi. So. Achso, okay. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das verstehe ich. Aber was bin ich da? Scheiße, nein. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes, ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia, doch einer der Briefe wurde abgefangen. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken. Und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Lasst mich gehen! Etwas in der Hand. Wartet, gut, hier lang. Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden. Die unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ja. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Einen Moment. Entschuldigung.
wird das auch erledigt. Gut. Da reißen wir noch einen Zettel runter. Somit haben wir wieder. Somit sind wir voll inkognito. Gut. Weiter geht's. Perfekt. Hier sind wir auch schon. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. What? Weiter. Die habe ich leider erst zu spät entdeckt, sonst hätte ich ihn eigentlich da an einen sicheren Ort warten lassen können. Leider Gottes habe ich die zu spät entdeckt, die Soldaten. Schade. Na gut, die Folge ist sowieso schon wieder um. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und sehen mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Also dann, macht's gut und ciao, ciao.